Augsburg 2012, unser Jahresrückblick mit Oberbürgermeister Dr. Kurt Griebel hier im Foyer des Theater Augsburg. Und wir haben viel über Aufbruchsstimmung gesprochen, viel über Dinge, die entstehen. Aber jetzt interessiert uns natürlich auch mal eines, Herr Dr. Griebel, wie haben Sie ganz persönlich dieses Jahr erlebt? Es war sicherlich kein ganz einfaches Jahr, weil viele Veränderungen zu betreiben waren. Aber es hat unglaublich Spaß gemacht, zu sehen, wie die Dinge dann auch vorangehen. Ich bin total erleichtert darüber, dass wir viele Dinge auch abschließen konnten, wie zum Beispiel Kanu-Leistungszentrum, Kongress am Park, Brechtbühne und dergleichen mehr. Und dass es bei den anderen Dingen, die für Augsburg so wichtig sind, Innovationspark einerseits und auf der anderen Seite Innenstadtumgestaltung, so vorangeht, dass ich mit Zuversicht auch ins nächste Jahr blicken kann, wo wir die Dinge dann weitgehend auch abschließen wollen. Jetzt habe ich schon oft gehört von Leuten, gebt ihr denn dem OB nichts mehr zu essen? Haben Sie vor Kummer ab und zu ein bisschen abgenommen? Nein, ganz und gar nicht. Ich habe nur begonnen, ein bisschen mehr auf mich selber zu schauen, einfach gesünder zu leben, wieder Sport zu machen. Und ich fühle mich topfit und ich freue mich auch darüber, dass das auch das gut gelungen ist. Okay, vielleicht ein kurzer Ausblick auch auf das Jahr 2013. Auf was freuen Sie sich da und gibt es denn auch ein paar Hoffnungen, vielleicht auch im politischen Miteinander für das nächste Jahr? Ja, ich freue mich drauf, wenn der Königsplatz als zentrale Baustelle mal abgeschlossen ist. Und ich freue mich für den Einzelhandel, dass wir in der Innenstadt die Umgestaltung weitgehend abgeschlossen haben werden. Also das sind alles Dinge, die jetzt am Laufen sind. Das Gleiche gilt natürlich fürs Klinikum und dergleichen mehr. Da steht noch viel Arbeit vor uns, aber es ist so gut eingefädelt, dass es, da bin ich sehr zuversichtlich, laufen wird. Natürlich habe ich die Hoffnung und die Erwartung und die Zuversicht, dass auch im politischen Bereich mit Einvernehmen gearbeitet wird. Nichts anderes hat die Stadt Augsburg auch verdient. Es geht um Augsburg, es geht um die Menschen in Augsburg und nicht um irgendwelche Abgrenzungen. Und da setze ich schon meine Hoffnungen drauf, dass uns das vielleicht in 2013 sogar noch etwas besser gelingt, als es in 2012 leider manchmal der Fall war. Aber ich möchte natürlich auch an einem solchen Jahreswechsel die Gelegenheit nutzen, zum einen mich sehr, sehr herzlich zu bedanken, vor allem bei den Menschen in dieser Stadt, die all diese Veränderungen so positiv mitgetragen haben. Ihnen, liebe Augsburgerinnen und Augsburger und Freunden der Stadt Augsburg, bin ich sehr herzlich dankbar für das gute Miteinander im zurückliegenden Jahr 2012, dass alle Dinge, die wir vorangebracht haben, auch gemeinsam geschuldet worden sind. Für das anstehende Jahr 2013 wünsche ich Ihnen von Herzen alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und dass wir auch miteinander weiterhin stolz auf unser Augsburg sind.